Ob Willy das toppen kann, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Closet Switch. Wir tauschen unsere Kleiderschränke. Sehr, sehr cool. Der eine steht über dem Kleiderschrank vom anderen. Also ich bin gespannt, was rauskommt. Here we go. Krank. Meine lieben Freunde der auf Rollenspiel angelehnten Unterhaltung. Wilder Fit da wieder mal bei Vincent. Auch der perfekt ausgeschlafen zum Video. Vincent hier, Willi neben mir. Immer noch eingeschneit, immer noch minus 2000 Grad. Immer noch haben die Friseure geschlossen. Aber ich habe gerade gehört von Willi, bevor es... Finally bei mir Friseur offen gewesen. Jetzt schaue ich nicht mehr aus wie Räuber Hotzenplotz. Los ging 1. März, machen die Jungs und Mädels wieder auf. Und wir haben durchgezogen. Du hast dir einmal die Haare schneiden lassen von deinem Girl, habe ich gehört. Genau, aber an dieser Stelle ist gesagt, not professional, sondern nur privat. Ja, aber es war okay. Ich fand, es sah ganz gut aus. Hat's gut gemacht. Ich freue mich. Ich freue mich aber extrem, wenn die Friseure wieder aufhaben. Darum soll es heute aber nicht gehen um die Friseure, sondern die haben uns ganz was Tolles ausgedacht. Das ist tatsächlich, was wir für uns ausgedacht haben, ne? Dass die Tulpen so runterhängen hier. Ja, okay. Das ist mir gerade so aufgefallen, Alter. Schön, schön drapiert, aber trotzdem hängen sie runter. Okay, aber ja, tatsächlich hast du dir das ausgedacht. Ja, und zwar der gute alte Closet Switch. Wir haben irgendwann schon mal einen gedreht und haben uns jetzt gedacht, das ist ein bisschen Zeit ins Land gestrichen. Und auch in unseren Kleiderschränken ist tatsächlich was passiert, wenn ich mich nicht irre. Also sowohl bei mir als auch bei dir. Bisschen was. Ein bisschen, ne? Also ich wage mich zu erinnern, als ich das letzte Mal bei dir im Kleiderschrank stand fürs Video, hattest du noch 63 Supreme Bogo Hoodies da hängen. Oh, jetzt bin ich aber gespannt, was sich da verändert hat. Das ist nicht mehr der Fall. Die sind alle nicht mehr da und bei mir hat er alle weggegeben, krass. Ist auch ein bisschen was dazugekommen, das heißt, wir haben gedacht, wir... Glaubt ihr, hat er da noch einen guten Preis dafür bekommen? Es gibt safe noch Leute, die das wollen. Wir schmeißen uns jetzt nochmal in die Kleider des jeweils anderen. Willst du noch was dazu sagen? Nee, ich freue mich drauf. Also ihr kennt das Prinzip. Da wir ja bei mir hier gerade sind, fängt Vincent an. Ich gebe gleich so ein bisschen eine Prediction ab, was ich denke, was es sich zieht. Wir beide haben nichts vorbereitet, das ist alles spontan hier. Das krass, ist alles nice. Echt. Lieb ich. Und ja, am Ende könnt ihr natürlich wieder entscheiden, wer sich das bessere Outfit gepickt hat. Und vielleicht gibt es auch wieder eine kleine Überraschung, aber das überlege ich mir im Laufe dieses Videos. Das ist Standard einfach, sich mal so... Ich liebe die zwei Jungs. Die sind so, auch wenn man die privat kennenlernt, mega sympathische Kerle. Video überlegen, ob nicht vielleicht am Ende nochmal irgendwas verlost wird. Ja. Ja, ich würde sagen, dann quatschen wir gar nicht weiter rum. Das Format ist bekannt. Das Intro war bahnbrechend. Ja, klar, also ich meine, wir müssen ja hier nicht immer um heißen Brei reden. Manchmal ist es auch kurz und knapp und knackig. Let's go. Let's go, Alter. Los geht's. Bin bereit. Ich werde hier mal die Leute allein unterhalten und dann bin ich gespannt, was du hier ziehst. Und bitte alles wieder ordentlich hinräumen. Na klar. So, Freunde. Der Vincent hat sich jetzt aufgemacht in meinen Kleiderschrank und sicherlich werden jetzt die Stimmen auch wieder laut von Menschen, die gerne meine Roomtour fordern bei mir, also bei Vincent ja sowieso auch. Ja, Roomtour wäre mal lit, schaut ziemlich nice aus alleine, das Wohnzimmer. Da hat er auch schon ein Video dazu gemacht, dass er da ein bisschen skeptisch ist. Ich werde sicherlich mal demnächst eine machen hier, da freut sich der Franz auf jeden Fall auch schon drauf. Was den Vincent angeht, was er jetzt ziehen wird, also wie gesagt, er hat es ja schon angedeutet, mein Kleiderschrank hat sich ganz schön verändert. Ich habe viel von meinem Supreme-Stuff aussortiert, einfach weil ich es nicht mehr, also es ist immer noch eine meiner absoluten Lieblingsbrands, so history-wise, aber ich habe da nicht mehr so krass Bock drauf, das zu tragen, deswegen habe ich da viel aussortiert. Hat sich ein bisschen neutralisiert, weniger Logos, natürlich immer noch Logos da, aber es ist ein bisschen mehr basic geworden, trotzdem immer noch viele Farben. Deswegen kann ich es absolut überhaupt nicht einschätzen. Heute ist ein schöner Tag, schöner sonniger Tag. Vincent hat auch eigentlich gute Laune, deswegen vielleicht wird es ja was... Vielleicht greift er so Farben. Farbiges, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Es wird sicherlich was Unahnbares, weil er hier Möglichkeiten ohne Ende hat, sich durchzukombinieren, auch mit der Auswahl an Schuhen. Deswegen lass uns einfach mal überraschen, was jetzt kommt und stay tuned. Here we go. Schön hier. Ich sage euch, wie es ist. Das ist ein mir wohlbekannter Anblick hier, dieses Kleiderzimmer, weil ich doch das ein oder andere Mal hier schon drin stand und mir so angeguckt habe. Der Willi ist nämlich auch ganz stark in Sachen aussortieren und dann werden die hier für einen schmalen Taler einfach weitergegeben, was natürlich mir immer wieder in die Karten spielt. Nichtsdestotrotz schauen wir uns mal an, was jetzt hier so geht. Ich glaub, der Trainingsanzug ist wild, der gefällt mir sehr gut. Im letzten Mal hatte ich auch schon so angefangen, aber ich check immer als erstes die Hosen ab. Ich finde, das ist irgendwie so, wenn man sich ein Outfit baut, ist das so das Verbindungsstück zwischen Sneakern und dem Oberteil und allem. Ja, macht Sinn. Was man so trägt und irgendwie ist so eine Hosensilhouette einfach, darauf baue ich gerne auf. Das heißt, ich check immer, was hier so geht. Wir haben hier bei Willi
extrem viele Jeans. Da gucke ich mal durch und melde mich hier gleich nochmal zurück bei euch. So, jetzt bin ich gespannt, was er aussucht. Die weiße Card fand ich schon mal ganz nice. Okay, okay, okay. Hosen haben wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Steppen wir jetzt hier mal in die Oberteile rein. Hier hing früher mal alles voll mit Bogos, das weiß ich noch. Jetzt ist es hier viel so Vintage Nike, ein bisschen Wessel sehe ich hier. Alter, richtig wild. Ja, der Hoodie war nice. Okay, Strickpullover. Supreme-Sessel ist natürlich immer noch da. Und dieses er packt die Dior Dunks aus. Dieses legendäre Schuhregal mit diesen Unmengen an Schuhen, das ist gestört bei Willy. Ganz wichtig auch, wo sind denn die ganzen Louis hin? Oh, die sind vor deiner Nase, Bro. Ah ja, genau. Ganz wichtig auch, dass er hier natürlich von den Louis-Trainern... Einfach mal 4 verschiedene Colorways. Krass, das ist so ein nicer Schuh. Einfach quasi jede Farbe hat und wir sehen uns dann einfach nachher, wenn ich mein gutes Outfit präsentiere. Bis dann, ciao. So, herzlich willkommen hier aus meiner Wohnung hinter mir. Sehr nice eingerichtet auch seine. Ja, hat man ja schon wirklich, Kleiderschrank kann man es nicht nennen, das ist ja wirklich eine sehr wilde Collection eigentlich schon fast, was sich hier auf Einzelhandel angelehnt sich hinter mir hier aufreiht. Spaß beiseite, ich habe wirklich extrem wenig Stuff, was es natürlich viel einfacher macht für Willi. Ich gehe da ja mit dem Handicap rein, ich muss mich ja wirklich da durchforsten. Willi hat ja die Outfits quasi schon präsentiert. Und ja komm, das muss jetzt nicht so runterspielen. Er will sich selbst einen Vorteil verschaffen. Ah, ich bin in einer viel schwierigeren Position. Alles gut, Bro, mach einfach. Muss ich nur eins aussuchen. Ich bin gespannt, was er sich raussucht. Ich habe jetzt nicht so viel Farbe bei mir im Schrank. Aber ich denke, da wird schon was Brauchbares dabei sein, weil ich sehe auch immer herrlich aus. Schauen wir uns gleich mal an. Bis dann. So, Freunde, Vincent hat ja schon bei mir zu Hause das Outfit gedickt. Ich bin noch unwissend. Jetzt sind wir hier bei Vincent in der Wohnung, in seinem kunterbunten Kleiderschrank, wie ihr seht. Also ich kann gar nicht hingucken, so farbig ist das hier. Und meine Aufgabe ist es jetzt, hier ein Outfit zu finden, um mit ihm zu konkurrieren. Ich kann mir ehrenlos wäre, wenn er einfach genau das Outfit nehmen würde, was Vincent getragen hat in dem Video. Noch gar nicht vorstellen. Wer erlaubt quasi. Was er rausgesucht hat, deswegen ist es auch echt schwer für mich, das einzuschätzen. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an zu dingen und schauen mal, was rauskommt bei. Ne? So. Das ist echt nicht viel, gell? Das sind 10 Hoodies oder so. Ich habe ehrlich gesagt auch noch gar keinen Plan, was es bei mir wird. Okay, Strick. Ah, die Hose ist nice. So auf Memphis angelehnt. Okay, wild. Der ist cool. Er schaut nicht zufrieden Shirt, aus. Shirt, Sweater, Schuhe. That's my fit. Mal schauen, was er sagt. So, Willi, du hast hier was ausgesucht. Bist du... Mega nice Schlappen. Wahrscheinlich irgendeine wilde LV-Kooperation. Zufrieden? Ja, also ich bin tatsächlich zufrieden, aber man wird, also ich kann überhaupt nicht einschätzen, was du anziehst, deswegen bin ich gerade ein bisschen aufgeregt. Ja, und habe mir schon meine süßen Hausschuhe angezogen. Ja, die stehen hier auch wirklich gut und sind auch gar nicht zu kleinen Zehennummern. Das passt schon, das ist in Ordnung. Oder? Nee. Ja, tatsächlich weiß ich nicht, ob man das jetzt hier schon mal teasen sollte oder nicht. Ich habe beim letzten Mal habe ich ja so ein bisschen so dieses Hypebeast-Ding einfach komplett durchgezogen, wer sich noch erinnert, vielleicht ein bisschen. Und es war ganz blendet es nochmal ein. Leicht overbranded. Also wenn das eine Suppe wäre, war eine Prise Salz zu viel drin. Dieses Mal habe ich mir gedacht, er macht es ganz anders. Auch wieder was Verrücktes, aber das wirst du sehen dann. Ich würde sagen, wir schnicken, wer anfängt von uns beiden, oder? Du mit dem Schnicken. Naja, Kunde, klar, Alter. Schnick, Schnack, Schnuck. Jedes Mal dieselbe Kacke. Ah, okay. Ja, dann fange ich wohl an. Das Beste kommt als Erstes, sagt man. Würde sagen, aber die Zauberkugel mit dir. Naja, klar. Wie damals bei der Mini-Playback-Show. So, Freunde, die Stunde hat geschlagen. Vincent darf anfangen, mir sein Outfit präsentieren aus meinem Kleiderschrank. Vincent! Jetzt bin ich extrem gespannt. Ich find's nice. Ich find's wirklich nice. So ein bisschen auf BHP DAO-Vibes, finde ich. Wobei, der wird, glaube ich, nicht diese Sakai tragen. Der tragt eher nur so ASOS-Stuff. Also günstigere Sachen. Ich glaube nicht, dass der sich Sakai Nike holen würde. Aber auf jeden Fall mit der Hose top kombiniert. Ich mag den Strick-Sweater dazu. Ich glaube, er hat ein Rollkragen-Shirt. Und dann ist das, ich glaube, ist keine LV-Brille. Und eine Bag dazu. Ich find's nice.
Ah, okay. Jetzt wissen wir, was da abgeht, Leute. Okay, wilde Tasche. Cooler Fit. Auch mit den Schuhen dazu, mega. Ich feier's. viel zu gut, Bro. Ja, viel wirklich zu gut. Schön. Ich glaube, du kannst den Leuten sogar auch den Mittelscheitel dazu sagen, was ich anhabe. Warte ganz kurz, ich bin aber noch nicht ganz ready. Ich habe mir hier noch. Na klar. Ich muss das jetzt ziehen. Ne? Im letzten Moment. Ja, die Sakai sind Bombe. Ich fühle die auch komplett und das sind die gemütlichsten Schuhe, die ich habe. Dann habe ich sie mir noch gekrallt, auf jeden Fall. Hier die gute Christian Dior Sonnenbrille. Ab geht's, Alter. Starker Fit, Alter. Danke, mein Freund. Unahnbar ja. Vor allem auch. Ja. Ob Willi das toppen kann, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ja, voll. Ich habe in meinem Leben noch nie, was ist das, Cardigan? Ja. Noch nie in meinem Leben ein Cardigan angehabt, auf jeden Fall. Dreh dich doch einmal, dann sieht man. Ich drehe mich top, auch. Top. Ach, stimmt, ja. Auch da hinten sehr, sehr schön. Hinten ist so eine Lotus, nee, was ist da drauf? Ja, ich denke mal schon. Ja. Sowas, ja. Ja, sehr, sehr schön. Ja, verdammt. Also ich habe jetzt eigentlich gedacht, dass irgendwas Beschisseneres kommt. Ja, es tut mir leid. Ziemlich stark kombiniert. Erzähl doch mal, was habe ich hier an, weil es ist ja dein Kleiderschrank am Ende. Okay, dann erzähle ich mal. Am Fuß die Vaporfly Sakais. Man liebt ihn oder hasst ihn. Oder es oder was auch immer. Ich finde ihn ganz cool so, aber trage den jetzt auch nicht so oft. Ich finde ihn mega nice. Ja, aber deswegen kriegst du den trotzdem nicht. Ah, schade. Hose, kennt ihr, ist eben Jacke, ist aber hier in dem Fall, glaube ich, ist das die? Ja, Easy? das ist die, okay. Ja, gut, dann ist das OG, da gibt es natürlich mittlerweile auch günstigere Versionen davon. Und jetzt habe ich ehrlich gesagt den Namen, also ist, der Cardigan ist von Sneakers and Stuff in Colorado mit einem japanischen Künstler, glaube ich, aber ich habe den Namen leider vergessen. Sehr, sehr cool. Können wir aber nochmal hier unten hinschreiben, könnt ihr nochmal checken. Ja, ist gelungen, das drunter schreiben. Und Back vom guten Louis. No Faith Studios. Ja, auf jeden Fall auch sehr stabil gemacht. Gutes auf jeden. Gutes Ding. Ja, eine schöne Tasche. Nice. Gefällt mir sehr. Habe ich so noch nicht gesehen. Gut. Ja, also alles in allem. Also ich finde es. Kranker Fit. Ich finde auch tatsächlich zu dem Outfit passen auch mal einfach deine Haare frei. Also tatsächlich. Der Mittelscheitel, der muss. Ich finde, da wäre sogar noch irgendwas am Kopf gegangen. Eine Cap dazu. Kann man jetzt sagen, passt gar nicht zum Fit eine Cap, aber ich stelle mir so eine schwarze, schlichte Cap schon noch irgendwie nice vor. Komm auch, der ist ganz wichtig. Ich sehe, der Filmer schüttelt hier den Kopf, der hat gar. Oder halt, wenn er die Haare noch ordentlich so mittelscheitelmäßig gemacht hätte. Kein Bock, Alter. Nee. Wobei er hatte die Brille auf, dann braucht man gar nichts mehr im Kopf. Der findet es ganz furchtbar. Aber stabil, was er. Na, Fischerhut safe nicht. Hast du, Baby? Ja, danke. Meine Skala von 1 bis 10? Meine Freundin hat es approved. 8. 8. Auf jeden Fall. Ehrlich? Ehrlich. 8, ja. Okay, lassen wir das. Würde ich sagen, bist du jetzt dran, wa? Genau. Sonst war ja nichts mehr, oder? Sonst war nichts mehr, ne. Okay, dann mache ich jetzt mal mich los und werde mich umziehen und hoffe, dass ich da mithalten kann. Jetzt bin ich gespannt. Viel Spaß, bis dann. So, nachdem ich jetzt hier so stark vorgelegt habe, was nicht an Willis Superior Kleiderschrank liegt, sondern einfach an meinem Taste, der so viel besser ist als der von Willi, ist Willi jetzt auch ready und darf sein Outfit präsentieren. Willi, bitte, komm rein zu mir. Zeig dich. Krank. Auch sehr, sehr schön. Finde ich auch wirklich, wirklich top. Die Hose passen zum Pullover. Ich habe gehofft, dass er diesen Pullover nimmt. Die Schuhe passen gut dazu. Finde ich sehr, sehr cool. Irgendwas fehlt mir noch, aber ich finde es sehr cool. Ja, top. Ja, schön. Da bin ich. Die Hose steht einfach allen Menschen auf der Welt. Und vor allem dir. Wie schön. Ja, ich habe sie so ein bisschen reingeklemmt mit den Schuhen, damit man die Schuhe so ein bisschen sieht. Mein Fit. Ich könnte auch Vincent sein, ich weiß, aber ich, ja, bin's nicht. Ich bin tatsächlich ich. Ein bisschen unfair finden sie es tatsächlich, weil ich habe keine Taschen gefunden mit. Ja, ich weiß. Das ist accessoire-mäßig, bin ich schlecht abgehauen. Eigentlich hättest du jetzt noch die Prada-Umhängetasche an wahrscheinlich, ne? Naja, die müsst ihr euch keine denken Ahnung, jetzt aber ich wusste jetzt, keine Ahnung, bei dir ist ja nichts. Ja, Tasche hätte noch gut gepasst. Ich meine, eine Mütze oder sowas. Nee, es tut mir leid, Alter. Ja, ich bin egal. Ganz schlecht aufgestellt. Soll ich erklären, ja, was du hier hast? Ja, sehr gerne. Ist ja dein Zeug. Die New Balance 992 oder so? New Balance 992, wunderbar natürlich. Da kann man wirklich absolut nicht knurren. Die schwarze. Ich glaube nicht, dass das von irgendeiner bekannten Marke ist. Ich glaube, das ist einfach so ein Ding, dass er sich in irgendeinem Vintage-Laden gezogen hat. Feier ich. Schwarze Anzugshose. Leute, ihr wisst, ja. Ich glaube, die nehme ich auch mit. Ich thrifte ja das ein oder andere Mal, auf gar keinen Fall. Die habe ich mir irgendwann mal geschossen. Und natürlich hier
der gute Kuji-Sweater, richtig farbenfroh für meinen Kleiderschrank. Hast du das so schon mal angehabt? Tatsächlich so noch nie, ne. Ich weiß nicht, warum ich die New Balance noch nie mit der Anzugshose getragen habe. Ich habe immer eher so, ja, kommt sehr gut. Ja. Und natürlich nicht zu vergessen, ein wichtiges Shirt noch zum Layern. Ich kann es jetzt nicht so hoch machen. Moonlight Mansion. Geht eigentlich völlig unter, ist auch völlig egal, aber ja. Naja. Ja, aber ich finde, also ich fühle mich sehr wohl tatsächlich. Ich mag den Fit. Könnte ich mir, also ich, ist zwar eigentlich so gar nicht so das, was ich sonst trage, aber. Kannst du definitiv machen. Ich finde es ja fast, also es ist schon immer, das muss man jetzt hier Fairness halber ja auch nochmal sagen, dass man merkt auf jeden Fall, dass bei dir mehr Spielraum ist im Kleiderschrank. Ja. Das sind Facts auf jeden Fall, das muss man hier auch neidlos anerkennen. Bei mir ist da natürlich immer eher weniger zu holen und tatsächlich laufe ich halt auch einfach so rum, ne? Ich habe jetzt hier nicht so Pieces, die im Video ballern, wie hier zum Beispiel die Issey Miyake-Hose oder halt irgendwie 20 Taschen. Nichtsdestotrotz, finde ich, hast du das sehr gut gemacht. Ich würde sagen, wir haben beide wie das Beste aus unserem Möglichen gemacht. Nach unserer Sicht der Dinge zumindest. Und genau, jetzt seid ihr wieder gefragt und zwar... Unten in den Kommentaren könnt ihr gerne abstimmen, wer von uns beiden sieht besser aus. Also wer das bessere Outfit war. der Rest ist ja wirklich... Genau, ich füge das einfach mal an. Ihr könnt wie immer entscheiden, wer den besseren Fit trägt, wer das besser gemacht hat. Wie gesagt, wir haben uns beste Mühe gegeben. Ich muss mal aufpassen, dass ich hier nichts vergesse nachher. Gutes gut Battle. Gemacht. Genau, und lasst einfach einen Kommentar da und ich würde sagen, ich fühle mich heute gut, die Sonne scheint, deswegen würde ich dann wieder einen Gewinner rauspicken, der dann so einen 50€ Zalando-Gutschein von mir bekommt. Sehr cool, sehr, sehr cool, Freunde. Dann kommentiert drunter, vielleicht seid ihr der glückliche Gewinner dieses 50€ Gutscheins. Sehr, sehr cooles Video, unbedingt mehr davon. Willi und Vincent, Grüße gehen raus.